Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch die Neuerscheinungen für den Dezember für euch und es sind die letzten Neuerscheinungen für 2018. Alles, was danach kommt, ist schon 2019. Ich kann das noch irgendwie gar nicht so richtig glauben, dass das Jahr schon wieder rum ist, aber das Jahr ist vorbei, fast. Ich meine, gut, wir haben jetzt November, aber bald Anfang Dezember, aber oh mein Gott, das Jahr ist vorbei. Wo ist das Jahr hin? Ich kann das immer nicht glauben, dass das Jahr immer so schnell rumgeht. Ja, auf jeden Fall fangen wir jetzt mit den Neuerscheinungen an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Auch im Dezember habe ich ein paar Bücher für euch rausgesucht. Es sind jetzt nicht allzu viele wie sonst. Es ist auch sehr, sehr liebesromanlastig. Eigentlich sind alles nur Liebesromane bis auf zwei, drei. Also es sind fast nur Liebesromane, die ich im Dezember aufgeschrieben habe, weil im Dezember kommt einfach nicht so wahnsinnig viel raus. Und ich würde sagen, wie immer noch die Info, ich nenne euch die Daten für die richtigen Bücher. Die E-Books sind teilweise alle schon erschienen, weil die immer einen Monat vorher kommen, bevor die richtigen Bücher kommen. Deswegen, falls ihr E-Book-Leser seid, schaut auf jeden Fall nach. Es kann dann sein, dass dieses Buch als E-Book schon erhältlich ist. Starten wir mit dem ersten Buch, was ich rausgesucht habe, und zwar ist das Outback Dreams. Soweit die Liebe reicht. Dieses Buch erscheint am 3. Dezember. Jetzt muss ich mich mal überlegen, wo setze ich mich denn jetzt hin? Ich setze mich, glaube ich, mehr so Richtung Couch. So, ich muss noch ein Stück rüberrutschen, damit ich euch das Cover hier einblenden kann. Und ja, Outback Dreams gehört zu einer Reihe und ich fand, es klang eigentlich ganz, ganz cool. Und deswegen dachte ich mir, stelle ich das Buch einfach mal vor und lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Willow und Tom waren beste Freunde, bis etwas geschah, das sie entzweite und das Willow nicht vergessen kann. 10 Jahre sind vergangen, seit sie das letzte Mal mit Tom gesprochen hat. Als ihr Vater krank wird, kehrt Willow in ihre australische Heimat Kimberley zurück und übernimmt die Familienfarm. Bald schon ist sie auf Toms Hilfe angewiesen. Doch ihr abwehrendes Verhalten über Jahre hinweg hat bei Tom tiefe Wunden hinterlassen. Noch immer sind Toms aufrichtige Briefe von damals ungeöffnet. Willow muss all ihren Mut zusammennehmen, um sich endlich ihren Ängsten zu stellen und auf Tom zuzugehen. Und ich finde, das klingt eigentlich nach einer richtig, richtig süßen Geschichte. Und ja, ich habe mir Outback Dreams deswegen auf jeden Fall mal aufgeschrieben. Und ja, wenn sich die Gelegenheit bietet, werde ich da auf jeden Fall mal reinlesen. Und ja, wie gesagt, erscheint am 3. Dezember. Das nächste Buch, was ich rausgesucht habe, erscheint am 4. Dezember und ist der 6. Teil der Diamonds for Love-Reihe. Und der 6. Teil heißt Betörende Blicke. Und in diesem Buch geht es um Alice. Und Alice Bennett ist eine von den wenigen Mädels in der Familie und ich finde die Geschichte von, und auf die Geschichte von Alice freue ich mich schon so, so wahnsinnig. Man hat in den letzten Teilen schon so ein bisschen was dazu erfahren und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und ich dachte mir, ich lese euch auch mal hier vor, worum es bei Alice genau geht. Alice Bennett weiß, dass Nate Becker tabu ist. Schließlich ist er der beste Freund ihres ältesten Bruders. Schon als Teenager fand sie den gut aussehenden Nate unwiderstehlich. Und ihn nach all den Jahren wiederzusehen, sorgt bei ihr für heftiges Herzklopfen. Was als heiße Liaison beginnt, könnte die große Liebe werden. Aber dann erfährt Nate, dass er in 2 Wochen in das ferne London ziehen soll, um seinen Traumjob in einer Fernsehproduktionsfirma anzutreten. Steht ihnen ihre letzte gemeinsame Nacht bevor? Und ich finde, das klingt schon mal im Ansatz wieder ganz, ganz cool. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Ich bekomme dieses Buch auf jeden Fall wieder vom Verlag zur Verfügung gestellt, das weiß ich schon. Und ich freue mich schon wieder wahnsinnig, wahnsinnig doll auf diesen Teil und ja, euch den dann auch vorzustellen. Und ich bin schon so gespannt. Dieses Buch gibt es auf jeden Fall schon als E-Book, falls ihr E-Book-Leser seid. Dann habe ich noch aufgeschrieben den 11. Teil der Elemental Assassin-Reihe. Diese erscheint ebenfalls am 4. Dezember. Ich kann hier dazu nichts weiter sagen, da ich immer noch beim 5. Teil festhänge in dieser Reihe. Ich aber den 11. auf jeden Fall irgendwann mal mitlesen möchte und da ich mich selber nicht so spoilern möchte, wie die Reihe jetzt weitergeht, habe ich es mir jetzt nicht weiter mit aufgeschrieben. Aber für alle, die diese Reihe eventuell auch lesen, der 11. Teil der Elemental Assassin-Reihe erscheint am 4. Dezember. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben Home, das Erwachen von Eva Siegmund. Dieses Buch erscheint am 10. Dezember, jetzt muss ich nochmal abspicken. Und ich habe ja, wie heißt es, Pandora von Eva Siegmund gelesen. Das war jetzt nicht so hundertprozentig meins, aber ich weiß, dass es ganz, ganz viele Eva Siegmund-Fans da draußen gibt. Deswegen dachte ich mir, ich schreibe das Buch einfach mal mit auf und stelle es euch einfach mal mit vor. Und ja, deswegen lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Die 17-jährige Zoe hat ein perfektes Leben. Sie besucht eine Elite-Akademie gemeinsam mit ihrer großen Liebe Jonah. Doch plötzlich findet sie sich in einem heruntergekommenen Krankenhaus wieder. Angeblich lag sie 12 Jahre im Koma und fragt sich nun verzweifelt, war alles nur ein Traum? Gemeinsam mit Kip, dessen Bruder Ähnliches durchlebt hat, deckt Zoe ein atemberaubendes Geheimnis auf. Sie muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht und ob sie ihr perfektes Leben wirklich zurückhaben will.
So, das war jetzt irgendwie eine schwere Geburt. Ja, ich finde, das klingt irgendwie auch wieder nach einer ganz, ganz coolen Geschichte. Ich fand, wie gesagt, Pandora im Ansatz damals von der Story her auch echt cool, aber die Umsetzung war halt einfach nicht so meins und die Charaktere haben mir damals auch nicht so gefallen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich Home lesen sollte. Wenn es so ähnlich ist wie Pandora, ist es auf jeden Fall nicht meins. Ja, aber wie gesagt, es gibt viele Eva Sigmund-Fans da draußen, deswegen wollte ich euch Home auf jeden Fall einfach mal mit vorstellen. Und wie gesagt, erscheint am 10. Dezember. Dann erscheint ebenfalls noch mit am 10. Dezember der zweite Teil von Wicked, nämlich Thorn. Auch hier habe ich nichts weiter aufgeschrieben, da der zweite Teil direkt an den ersten anknüpft und ich euch jetzt spoilern würde, wenn ich euch den Inhalt vorlese. Deswegen hier auch nur die Info am Rande, dass der zweite Teil der Wicked-Reihe von Jennifer Armentrout am 10. Dezember erscheint. Ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Ich möchte es auf jeden Fall haben und ich versuche es dann auch irgendwie ganz bald mit zu lesen, denn ich möchte die Reihen, die jetzt so relativ schnell hintereinander auch erscheinen, auch relativ schnell hintereinander lesen, dass ich da auch einfach dranbleibe, weil jetzt bin ich ja noch gut in der Geschichte drinne und wenn ich jetzt wieder ein Jahr warte, ehe ich da weiterlese, weiß ich wieder die Hälfte nicht mehr, so wie bei Iskari. Aber ja, Thorn erscheint am 10. Dezember und wie gesagt, das Buch möchte ich auf jeden Fall haben und ich möchte es auf jeden Fall mitlesen. Vielleicht wünsche ich es mir einfach noch mit zu Weihnachten oder zum Geburtstag, muss ich mal gucken, dass ich da auf jeden Fall sehr, sehr schnell bei der Geschichte weiterlesen kann, denn Wicked hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich mir noch mit aufgeschrieben den 7. Teil der Seattle Shinnecus-Reihe. Shinnecus? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich glaube, Seattle Shinnecus. Reihe von Rachel Gibson. Ich weiß nicht, ob das eine Neuauflage von dieser Reihe ist oder ob das ein neues Buch ist, diese Reihe. Ich bin da echt nicht in der Materie. Ich muss aber auf jeden Fall mal sagen, dass ich das Cover ganz, ganz furchtbar finde. Es tut mir leid, aber ich finde dieses Cover einfach ganz, ganz schrecklich. Ja, auf jeden Fall erscheint der 7. Teil dieser Reihe, nämlich Kein Tag zum Verlieben. Und ich fand, das hat sich eigentlich auch ganz cool angehört. Und ja, dieses Buch erscheint, jetzt lass mich nochmal abspicken, am 17. Dezember. Und ich dachte mir, ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Lexi soll vor Millionen von Zuschauern heiraten. Doch in letzter Sekunde flieht sie vom Set der Fernsehserie Hafen der Ehe. Noch im Brautkleid steigt sie in einen Flieger nach Kanada, in der Hoffnung, dort für ein paar Wochen untertauchen zu können. Neben ihr sitzt ausgerechnet Sean Knox, Star der berühmten Eishockeymannschaft Seattle Shinnecus, deren Coach Lexis Vater ist. Kurz darauf taucht ein Foto der beiden im Internet auf und das Chaos ist perfekt. Die Presse zieht Lexi gnadenlos durch den Schmutz, bis die beiden auf die Idee kommen, der Welt vorzuspielen, sie wären schon lange ein Liebespaar. Und ich finde, das klingt eigentlich auch nach einer richtig süßen Liebesgeschichte. Es könnte auch relativ witzig sein. Ich habe von Rachel Gibson noch nichts gelesen. Ich habe aber ein Buch drüben von ihr liegen. Und jetzt muss ich niesen. Ja, Niesattacke vorbei. So, ich habe ein Buch von Rachel Gibson auf jeden Fall drüben liegen auf meinem Sub. Das wollte ich auch schon längst mal gelesen haben mit Susanne zusammen. Aber irgendwie sind mir das ganze Jahr nicht dazu gekommen. Voll blöd. Aber ich habe es nicht vergessen. Susanne, wir lesen dieses Buch irgendwann noch zusammen. Am besten, du schreibst mir mal, wann du mal Zeit hast, falls du das hier siehst, dass wir das Buch mal in Angriff nehmen können. Ich habe es nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, erscheint das Buch am 17. Dezember. Ich finde, es klang ganz cool und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. So, machen wir weiter mit dem nächsten Buch und zwar ist das der zweite Teil der American Royals Reihe. Ich finde, diese Reihe ist irgendwie so dezent irgendwie an allen vorbeigegangen. Ich habe irgendwie fast keine Rezensionen zu dieser Reihe gesehen bisher oder so und ja, ich habe sie auf jeden Fall noch auf dem Schirm und auf jeden Fall mit auf dem irgendwann mal lesen Zettel. Und der zweite Teil erscheint jetzt im Dezember und zwar am, jetzt muss ich noch abspicken, am 21.12. Und ich dachte mir, ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. So am Rande, falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, mein Mann ist zu Hause und irgendwie schafft er es einfach nicht leise zu sein, wenn ich drehe. Er knallt dann mit Töpfen rum und kocht Kaffee und schafft es einfach nicht, die Türen zu schließen. Also falls ihr irgendwelche Background-Geräusche hört, es tut mir leid, aber mein Mann wohnt nun mal auch hier. Ja, ich lese euch jetzt aber erstmal vor, worum es hier drin geht. Die Tochter des amerikanischen Präsidenten zu sein, ist schwer. Besonders, wenn man unter den Augen der Öffentlichkeit sein Leben wieder in den Griff bekommen muss. Carolines einzige Rettung ist ausgerechnet Tam Wellington, der ihr schon immer deutlich zu verstehen gegeben hat, dass er mit ihrer Welt absolut nichts zu tun haben will. Mehr steht hier leider nicht zum Inhalt, aber ich habe den ersten Teil damals schon mir so im Groben mal durchgelesen, einmal so ein bisschen in die Leseprobe reingelesen und ich finde, das klang eigentlich ganz cool, deswegen habe ich mir den zweiten Teil auf jeden Fall jetzt auch mal mit aufgeschrieben und ja, wie gesagt, falls euch sowas interessiert, erscheint am 21. Dezember und irgendwie bin ich heute schon wieder nicht in der Lage, Videos zu drehen. Ich weiß nicht, irgendwie ist heute alles schon wieder doof.
Es tut mir sehr, sehr leid, falls das hier alles schon wieder ein bisschen verwirrend ist. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich rausgesucht habe. Und auch dieses erscheint am 21. Dezember. Genau wie alle anderen Bücher, die jetzt noch kommen, die erscheinen dann auch alle am 21. Dezember. Deswegen werde ich das dann nicht immer noch mal mit da dazu sagen. Auf jeden Fall ist das nächste Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, Duke of Manhattan. Das gehört ja zu der Kings of New York Reihe. Kings of New York war ja damals schon recht gehypt. Ich weiß aber gar nicht so im Großen und Ganzen, wie die Resonanz war zu dem Buch. Aber ich glaube schon eher positiv, oder? Ich habe da irgendwie das so aus den Augen verloren, was da so die Leser gesagt haben und die Blogger. Ja, auf jeden Fall King und Duke of Manhattan jetzt mit raus. Und ich dachte mir, schreib's mal mit auf und lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Ryder Westbury mag einer britischen Adelsfamilie entstammen, aber sein Königreich ist New York. Allerdings kann er seine royalen Verpflichtungen nicht einfach abschütteln. Wird er doch beim Tod seines Großvaters den Titel Duke of Fairfax erben, wenn er bis dahin verheiratet ist. Als er Scarlett King in einer New Yorker Bar kennenlernt, soll es nur ein One-Night-Stand sein. Doch sie könnte die Lösung für all seine Probleme sein. Und ja, ich finde, das klingt eigentlich auch nach einer interessanten Geschichte. Und ich habe mir Duke of Manhattan auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Kings of New York steht auch noch auf meinem Wunschzettel. Das möchte ich auch auf jeden Fall irgendwann lesen. Aber ich kann nicht jedes Buch haben, deswegen müssen wir irgendwo Abstriche machen und ich möchte auch irgendwann die Reihen, die ich habe, auch bei den Liebesromanen erstmal vollständig haben. Und ja, deswegen muss diese Reihe noch ein bisschen warten, aber wie gesagt, erscheint am 21. Dezember. Dann habe ich mir noch mit aufgeschrieben, eine unerhörte Affäre von Simone Arnstedt. Das ist ja so ein bisschen so eine historische Reihe. Das gehört ja zu Die unbeugsame Braut und das unbezähmbare Mädchen oder so. Und da das von der Thematik her nicht ganz so mein Fall ist, habe ich es mir jetzt auch nicht weiter mit angeguckt, aber ich dachte mir, vielleicht interessiert es den einen oder anderen von euch, dass dieses Buch erscheint, deswegen habe ich es auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und wie gesagt, eine unerhörte Affäre von Simone Arnstedt kommt dann auch mit am 21. Dezember. Das nächste Buch, was ich mir noch mit aufgeschrieben habe, auf das freue ich mich schon sehr und auch dieses Buch werde ich auf jeden Fall kaufen und ich möchte es auf jeden Fall mitlesen, denn ich habe vor einiger Zeit den ersten Teil gelesen und der war so unglaublich witzig und so toll und so cool und ich rede hier von Keep von Helena Hunting und ich habe ja Stay gelesen von Helena Hunting und Stay hat mir so viel Spaß gemacht beim Lesen. Ich habe so viel gelacht, es war so voller Fremdschämen-Momente diese Geschichte und ich habe da schon gesagt, ich möchte auf jeden Fall diese Reihe komplett lesen. Es ist eine so tolle Reihe, die Autorin schreibt so toll, so witzig und ich mochte die Charaktere so sehr und ja, deswegen freue ich mich schon sehr auf Keep und ich erzähle euch mal, worum es in Keep eigentlich geht. Als Amelie ihren Ehemann beim Fremdgehen erwischt, auf der eigenen Hochzeit, ist sie so gedemütigt, dass sie kurzerhand ihren Koffer packt und die Hochzeitsreise allein antritt. Auf der winzigen Insel läuft sie ausgerechnet Lexington Mills über den Weg, der ihr Herz schon seit langem gefährlich schnell schlagen lässt. Doch der mysteriöse Geschäftsmann ist der Letzte, mit dem sie jetzt eine Affäre beginnen sollte. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Im zweiten Teil geht es ja um die Freundin der Protagonistin Ruby vom ersten Teil und ich mochte den Verlobten von der Freundin im ersten Teil schon nicht und naja, wenn man jetzt hört, dass sie ihn auf der Hochzeit beim Fremdgehen erwischt, ist ja irgendwie schon alles klar und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und freue mich da schon sehr drauf und ja, werde mir das Buch auf jeden Fall holen und lesen und ja, da, ich freue mich. Und ja, ein Buch haben wir noch, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Und zwar ist das der dritte und letzte Teil der Dive Bar Reihe. Und zwar heißt der, jetzt muss ich mal ablesen, Naughty Sexy Love. Und ich habe die ersten beiden Teile der Dive Bar Reihe hier liegen. Ich habe sie aber noch nicht gelesen. Ich denke mal, dass ich den dritten Teil dann auch mit lesen werde, wenn ich die ersten beiden gelesen habe. Mal schauen, wie die Bücher so sind. Ich habe da so gemischte Sachen gehört über die Bücher. Die eine Hälfte sagt, ja, gefällt mir super. Die andere Hälfte sagt, ja, ist ganz nett. Es gibt auch ein paar, die Bücher, glaube ich, doof fanden, aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das eine Reihe, die okay ist und ich habe die ersten beiden Teile geschenkt bekommen und ja, ich werde sie auf jeden Fall mitlesen und dann mal gucken, wie mir die Reihe gefällt und ob ich sie dann weiterlesen werde. Aber ich dachte mir, schreibe es auf jeden Fall mit auf und erzähle euch mal, worum es im dritten Teil der Dive Bar Reihe geht. Ein Neuanfang für sich selbst und ihre ungeborene Tochter, das ist alles, was Jean sich wünscht, als sie sämtliche Brücken in L.A. abbricht und in die amerikanische Kleinstadt Coeur d'Alene zieht. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht. Das Letzte, womit sie rechnet, ist, dass sie sich dort verliebt, und zwar ausgerechnet in den größten Bad Boy der Stadt. Eric Collins ist mit der meterhohen Mauer, die er um sich und sein Herz errichtet hat, genau die Art von Mann, von der Jean sich unbedingt fernhalten sollte. Und doch kann sie die Anziehungskraft, die zwischen ihnen herrscht, einfach nicht ignorieren.
Und ja, ich finde, das klingt eigentlich nach einem ganz, ganz coolen Ansatz in der Geschichte. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wie gesagt, aufgeschrieben habe ich es mir auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie die ersten beiden Teile dieser Reihe sind. Und ja, werde danach entscheiden, ob ich den dritten noch mitlese oder nicht. Und ja, das waren die Neuerscheinungen für den Dezember. Wie gesagt, es war wieder sehr liebesromanlastig. Aber es ist halt Winter und im Winter kommen halt nun mal so die meisten Thriller und Liebesromane gefühlt raus. Und so die ganzen Jugendbücher und High-Fantasy-Bücher und sowas und Irgend-Fantasy, das ist dann, glaube ich, eher wieder so im Frühjahr aktuell. Und ja, deswegen habe ich da nicht so viel aufgeschrieben. Ich glaube, im Januar kommen dann so ein paar Fortsetzungen noch mit raus. Und ja, mehr gibt es jetzt an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich immer fürs Gucken. Wenn ihr noch Neuerscheinungen habt, wo ihr sagt, Leute, schaut sie euch unbedingt an, schreibt zu mich und alle anderen gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und sorry, dass das hier heute alles so ein bisschen chaotisch war. Bis dann, macht's gut, ciao.